beschreiben müsste, würde ich sagen, ich fahre im Wald, hole ein Holz und transportiere es ins Sägewerk. Und das Ganze mache ich zwischen 2 und 5 Mal jeden Tag. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, aber ist das nicht langweilig, immer das Gleiche zu machen? Und ich sage dann immer nur dazu, jeden Tag das Gleiche ist nicht immer dasselbe. Und ein bisschen an rauen Gegenden braucht man, weil sonst wäre ja der ganze Spaß weg. Also wir fahren ja sehr wohl Allrad-LKW, damit wir uns ein bisschen wie die Wüden aufführen können. Und für das braucht es natürlich das passende Gelände. Weiter geht es rückwärts den Berg hinauf. So weit, bis Doris nicht mehr weiter kann. Diese Straße nennt sich Katastrophenstraße 2 und ist nicht ganz so gefährlich wie die Katastrophenstraße 1. Aber ob Katastrophe oder nicht, das Holz muss hier weg. Und das macht Doris ganz easy. Doris kehrt mit einer weiteren Ladung Holz von der Katastrophenstraße zurück. Und schon kann das Trucker-Babe die Talfahrt angehen. Das ist auch nicht die berühmte Wiener Ringstraße, sondern einfach nur ein matschiger Boden, auf den sich Doris nur mäßig freut. Aber das Holz muss aus dem Wald gebracht werden, egal wie die Wetterlage ist. Und kaum hat man sich versehen, sitzt Doris schon routiniert auf dem Kran ihres neuen LKW und klappt Baumstämme. Ja, also meine größte Befürchtung war, dass wenn ich dann meinen neuen Lastwagen speziell mit dem neuen Kran kriege, dass ich wieder oben sitze wie der erste Mensch am Kran. Aber gaudigerweise ist mir das da gar nicht so gegangen. Ich bin aufgesessen und das war, ja, der war sofort meiner. Gell? Ich mein, er ist auch und dasselbe wie der, den ich vorher oben gehabt habe. Den habe ich mir so gewünscht, ich habe mir selber aussuchen dürfen, Gott sei Dank. Und es war einfach die beste Entscheidung. Es ist, als ob sich nichts geändert hätte, nur dass er halt nicht mehr ausgeschlagen ist und wirklich so funktioniert, wie er kehrt. Und wirklich, ja, war vom ersten Mal London weg. Total lustig. Doris hat weitaus weniger zu lachen. Sie hat ihrem neuen Holzwagen eine böse Schramme zugefügt. Ich habe den Stein übersehen, den Felsen. Dort ist recht schmal und durch das Hin und Her habe ich es nicht gemerkt, dass ich da umgehackelt bin. Und jetzt habe ich mir nicht nur den Reifen ruiniert, sondern meine schöne Felgen auch. Die zweite Achse hebt da nicht ganz aus. Die dritte wäre jetzt super gegangen zum Wechseln. Tja, erst mal die Warnweste anziehen, dann den Werkzeugkoffer rausholen, die Leiter ausklappen und den Wagenheber. Ach ja, und dann noch den Schraubenschlüssel. Tja, langsam wird's unübersichtlich. Alles noch weit, ja. Keine Ahnung, für was das alles ist. Rasch verschwindet Doris unter dem Holzwagen und setzt den Wagenheber an. Was bei der derzeitigen Beschaffenheit des Bodens gar nicht so einfach ist. Dann geht es ums Lösen der Schrauben, was wiederum mangels ausreichenden Gewichts zum Problem werden könnte. Aber nein, auch diese Hürde nimmt Doris. Wie aus heiterem Himmel erscheint plötzlich Förster Franz, der Doris einen Teil der Arbeit abnehmen kann. Also der Rest ist nun wirklich nur mal ein Kinderspiel oder so. Sie kann es auch nicht besser wie eine Frau.
Schauen wir's? Schauen wir's, ja. Na, wenn's weiter nichts ist, dann kann Doris ja der Zukunft mit ihrem neuen Truck gelassen entgegensehen. Doch dieser wiederum bedankt sich bei seiner Fahrerin für den Radwechsel mit einer Dusche. Ja, danke. Ich glaube, ich war noch nicht los genug. Schnapp das Hölzchen und lege es auf die Ladefläche und dann von vorne. Schnapp das Hölzchen und lege es auf die, naja, und so weiter. Ich bin jetzt schon 9 Jahre mit dabei beim Holzfahren. Also für mich ist das speziell im Sommer ganz normal. Also du würdest ja nebenbei telefonieren, tratschen oder was nicht, die Ausnahme, das ist. Was bei Doris aussieht, als wäre es ein kleiner nachmittäglicher Spaziergang, ist in Wahrheit für die meisten Nicht-Holzführer ganz schön nervenaufreibend. Dazu gehört auch der Streckenabschnitt mit einem 80-prozentigen Gefälle. Die nächste Partie, wo ich heute noch hin muss, da fährst du so einen Weg mit dem Anhänger, bumm voll, ungefähr 1 Kilometer weit. Der ist auch für mich grenzwertig, gell? Lustig wird es nur, wenn dann der Anhänger, jetzt haben wir keinen dabei, aber wenn dann der Anhänger hinten so andruckt, dass es das Auto nicht mehr erhält, dann mag ich es natürlich auch nicht mehr. Aber alles andere. Der Holzwagen hat die Tour diesmal unbeschadet überstanden. Na, fast. Bin ich vorher aufgesessen und wir haben da extra die Schrauben raus, damit er ein bisschen schwenkt, damit nicht alles gleich kaputt ist, wenn ich aufsitze. Und jetzt schaut er wieder original aus, dank meinem Gummihammer. Hier in der Gegend ist noch alles schön und trocken und Doris deshalb im Handumdrehen an ihrer Ladestelle. Erwartet wird sie dort schon. Ich schieb meinen Hänger da zu, den kann ich da vorne schnell lassen. Das heißt, da vorne schnell lassen, dann laden wir den Motorwagen. Mhm. Und da laden wir dann den Hänger dazu. Und dann super, perfekt. Also ich schaue jetzt mal, dass ich da umdrehen kann. Ja, da einmal, sonst müssen wir eigentlich vorne auf den Umdrehplatz. Ne? Mhm. Passt, probiere ich einmal. Super, danke. Klingt alles doch gar nicht so unmöglich. Einfach schnell mal umdrehen auf der kleinen Straße und den Tandemhänger abstellen. Was so manchen Autofahrer in die Verzweiflung treiben würde, ist für Doris gerade mal leichter Morgensport. Wie schnell das Doris schafft, fällt sogar dem hiesigen Landwirt auf. Da komm ich vorbei. Ja, passt schon so. Ja. Das geht's ja aus? Ja, nein. Echt? Und dann kannst du da vorbei und wir fahren und dann fahren wir da auf. Und recht hat er gehabt. Doris kommt vorbei. Und mit dem Motorwagen geht es jetzt rückwärts den Hügel hinauf und Doris kann schon damit beginnen, ihr Holz einzusammeln. Keine 10 Minuten später hat Doris den Wagen vollgemacht und ist schon auf dem Weg zu ihrem Anhänger, der natürlich auch noch beladen werden soll. In der Steiermark ist Trucker Babe Doris dabei, ihren Tandem-Anhänger ebenfalls mit Holz zu beladen. Das Angenehme daran ist, dass sie dies auf einer befestigten Straße machen kann. Mit einem weichen Boden nach den vielen Regentagen ist Holzladen immer eine mulmige Sache. Na, die weiß, wie man wirft. Ich meine, es ist jetzt so, wie dieser Weg auf, der so ziemlich schief ist. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack. Stahl ist mir wurscht, schief mag ich nicht gern. Weil jedes Mal drüberfahren, sinkt er weiter ein. Aber es ist super gegangen. Und auf der Straße lohnen, das ist ja sowieso schöne Arbeit. Zum Rahmen tut jetzt dann der Chef, das passt auch. So, ja!
Spaß, bis zum nächsten Mal. Vierte. Doris bringt das geladene Holz in ein nahegelegenes Sägewerk. Doris hat eine Sache viel zu lange aufgeschoben. Hinter dem Bach liegt schon seit dem Frühling Holz für sie. Bevor der Bach noch mehr Wasser durch Regenfälle führt, wird es Zeit für Doris, das Holz auf die andere Seite zu holen. Dass das Holz Trucker Babe gerne mal auf Abwegen fährt, ist klar. Und da gehören kleine Gewässer durchaus dazu. Und Doris hat ihre Freude damit. Kaum drüben angelangt, geht die Holzarbeit auch schon weiter. Und Doris holt sich, was sie braucht, um es an einer anderen Stelle wieder abzulegen. Wenn dieses ganze Hin und Her nur irgendjemand durchschauen würde. Hauptsache, Doris verliert den Überblick nicht. So, das hätte ich schon lange mal machen sollen, das letzte Holz da umrahmen. Aber ich wollte natürlich warten, bis ein bisschen Wasser im Bach drinnen ist. Dann macht es einfach mehr Spaß. Die Reifen sind auch wieder sauber. Doris gibt die angenehme Fahrsituation Gelegenheit, zu rekapitulieren, was sich durch ihre Teilnahme bei Trucker Babes verändert hat. Das war total lustig. Also, ich hätte mir das nicht gedacht, wie unterschiedlich das eigentlich die Leute sind, die sich das anschauen. Und Ich habe fast den Eindruck, ganz Österreich hat sich das angeschaut, zumindest ganz Steiermark und Kärnten, wo ich unterwegs bin. Weil es ist wurscht, ob bei Tankstellen oder ja, egal wo ich hinkomme, also ich werde überall drauf angeredet. Es ist total lustig, es ist wirklich lieb, die Leute. Also ja, eine riesengroße Freude. Gell? Ich habe sogar einmal im Wald, da bin ich stempeln, weil ich mein Putzfetzen beim Bach nass gemacht habe. Und da hat eine Dame dort gerade Bärlauch gepflückt und die hat mich angeschaut und sagt, ich streue gleich als wie im Fernsehen. Gell? Ob das scheinbar wirklich mein Traumberuf ist, dann sage ich, ja, das ist es. Also, das ist wirklich mein Beruf gefunden und sie hat gesagt, ja, das sieht man schon von der Weite.